willkommen hier in meinem kleinen Video zu der thailändischen Insel Koh Lanta. In Thailand ist das meine absolute Lieblingsinsel. Und das liegt vor allem daran, dass diese Insel vom Massentourismus noch nicht so stark berührt ist. Also schön sind ja eigentlich alle Inseln in Thailand. Also mir fällt jetzt keine Insel ein, die ich nicht schön finde. Aber Koh Lanta ist sehr speziell, denn Koh Lanta, da findet man einfach nicht diesen krassen Tourismus, wie man ihn auf Koh Samui, Phuket oder auch auf Phi Phi Island sieht. Und dementsprechend ist diese Insel viel ruhiger, noch viel ursprünglicher. Es gibt viel Natur zu sehen und das Besondere ist da allerdings, dass man trotzdem als Tourist noch alles hat, was man braucht. Also es gibt wirklich viele Unterkünfte auf Koh Lanta und auch von verschiedenen Preisklassen und so. Man kriegt dann Essen und so alles, was man braucht. Man hat dort Supermärkte und auch wenn man zwischendurch mal kleinere Elektronikartikel, Schuhe oder sowas sucht, dann findet man das zumindest oben am Saladan Pier ganz im Norden Koh Lantas auch. Also das ist einfach ein Ort, wo man wirklich alles vor Ort hat, was man braucht und wo es trotzdem sehr viel zu sehen gibt und zwar nicht einfach nur diese typischen Touristen-Hotspots. Das finde ich sehr schön an der Insel und das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt in den letzten 2 Jahren insgesamt 4 Mal auf der Insel war. Also mich zieht es dort immer wieder hin und ich werde jetzt auch im Jahr 2017 wieder da sein und ich bin mir sicher auch in den Jahren danach. Wann ist eigentlich die beste Reisezeit, um nach Koh Lanta zu fahren? Also ich war persönlich sowohl im, wann war das? Ich glaube, das erste Mal war ich im November da, dann später nochmal Dezember, Januar und jetzt das allerletzte Mal auch von Mitte September bis Mitte November. Nee, gar nicht, bis Mitte Oktober. Und ich muss sagen, also Mitte September bis Mitte Oktober würde ich keinem empfehlen, dahin zu gehen. Ganz einfach, weil es da wirklich in Strömen regnet. Also ich würde sagen, dass mehr als die Hälfte der Tage komplett verregnet waren. Und auch das Wasser, also das Meereswasser, der Meeresspiegel, war sehr hoch, wodurch unter anderem die Emerald Cave gesperrt war. Dazu komme ich später noch zu dieser Höhle, die ist nämlich sehr schön. Und die anderen Monate kann ich allerdings grundsätzlich schon empfehlen. Ich fand es allerdings, dass es so ab März dort ziemlich heiß ist. Also ich glaube, laut Statistiken im Internet irgendwie Durchschnittstemperatur 34 Grad oder so. Es geht vielleicht noch. Ich war da allerdings wirklich direkt vorm Ventilator so 6 Stunden am Stück am Arbeiten jeden Tag und ich war danach immer komplett nass geschwitzt, also ein komplett nasses T-Shirt. Also mir war es da persönlich dann schon wieder etwas zu heiß. Ich habe da längst auch nicht im klimatisierten Coworking Space gearbeitet, als ich im März da war. Ich habe da gearbeitet im Café und klar, da kommt natürlich ein bisschen mehr Hitze rein. Das war dann nicht ganz so optimal. Aber gut, ich sag mal, wenn man jetzt einfach nur so da als normaler Tourist hinfährt, viel am Strand ist, die Gegend erkundet und so, dann ist das natürlich was anderes. Dann ist März und so durchaus Hammer, da hat man sehr türkises Wasser, die Sonne scheint den ganzen Tag lang, also ist im Grunde genommen sehr schön, dann trotzdem da hinzufahren. Ich persönlich, ich bleibe immer einen Monat und so da, deswegen bin ich dann in diesen ganz heißen Monaten lieber im Norden Thailands, Chiang Mai und so. Aber klar, wenn man jetzt nicht so unterwegs ist wie ich, dann ist das auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Beste Zeit fand ich so im Dezember bis Januar, denn da sind die Temperaturen etwas gemäßigter, es regnet allerdings auch nicht, man hat kristallklares, türkises Wasser, ist wunderschön und dementsprechend die perfekten Monate. Natürlich sind dann dementsprechend in diesen Monaten auch mehr Touristen da, es ist Hochsaison und damit muss man natürlich auch klarkommen, aber was ich ganz ehrlich sagen muss, die Insel ist sehr groß, der Tourismus verläuft sich daher sehr und die Insel ist selbst in der Hochsaison nicht vollgestopft, also selbst an den meisten Stränden, da sind immer noch so wenig Touristen, dass man sich dort fast alleine vorkommt. Und selbst an Stränden wie dem Long Beach, wo einfach touristisch ein bisschen mehr los ist, da geht's auch noch. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel auf Koh Samui, dass dann da der ganze Strand voll mit Touristen ist. Das verläuft sich da alles sehr gut. Und dementsprechend ist es auch in der Hochsaison noch ein sehr schöner Ort, um da hinzugehen. Low Season, also jetzt in dem Fall, den ich empfehlen würde, so Mitte Oktober bis Mitte November ist, glaube ich, da die Low Season oder Mid Season oder sowas, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, wo ich im November da war, weiß ich noch, dass sehr wenig Touristen da waren. Und ich fand es dort auch noch sehr schön. Da war zwar offiziell auch gesagt, dass es Regenzeit ist, aber es war kein Problem, denn Regenzeit hat in diesem Fall dann nur bedeutet, dass wir einen Schauer so am Tag hatten, der vielleicht eine Stunde gedauert hat und das war's. Den Rest des Tages war Sonne und dementsprechend auch sehr schön dahin zu fahren und habe ich auf gar keinen Fall bereut. Das war auch das erste Mal, wo ich dahin gefahren bin und wenn es da jetzt schlecht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht wiedergekommen.
Also dementsprechend kann man auch in dieser Zeit super dahin reisen, kann ich sehr empfehlen. Koh Lanta liegt im Süden Thailands, wie die meisten Inseln, in der Andamansee, also praktisch an der Westküste. Und die direkte Nachbarinsel, also links daneben, ist Phi Phi Island. Die kennt wahrscheinlich jeder aufgrund des Maya Bays. Das war ja dieser Strand in dem Film The Beach. Also es ist gerade mal, ich glaube, wie lange sind wir da gefahren? Circa eine Stunde von Phi Phi Island entfernt und ich würde sagen, so circa 2 bis 2,5 Stunden von Phuket. Anderer guter Weg, um da hinzukommen, neben Phuket, ist auch noch Krabi. Flüge nach Krabi sind ein bisschen teurer als nach Phuket. Dafür ist der Transfer von Krabi aus allerdings easier, weil man durch eine Fährverbindung und eine Brücke sehr schnell und direkt mit dem Van von dem Krabi Airport nach Koh Lanta kommen kann. Bei Phuket muss man halt, wie gerade erwähnt, erstmal eine Fähre vom Pier in Phuket über Koh Phi Phi nach Koh Lanta nehmen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und auch der Transport vom Flughafen zu dem Pier in Phuket ist auch relativ teuer. Ich denke, das wird da irgendwie von der Mafia kontrolliert oder so. Dementsprechend zahlt man da ein bisschen mehr und muss dann letztendlich einmal auch komplett rechnen, ob es sich dann wirklich lohnt, über Phuket zu fliegen finanziell oder ob man dann vielleicht doch lieber direkt nach Krabi geht. Ich bin das letzte Mal oder eigentlich bisher immer über Phuket geflogen. Es hat sich doch noch ein kleines bisschen mehr gelohnt finanziell, aber die Unterschiede sind jetzt nicht so groß. Die Verbindungen nach Koh Lanta sind innerhalb Thailands eigentlich ziemlich gut. Also man kann selbst von Bangkok aus direkte Transfers nach Koh Lanta mieten, ist dann natürlich mit einem Nachtbus und so verbunden, also dauert es ein bisschen länger und ist auch nicht unbedingt das Angenehmste, ich habe es nämlich schon gemacht. Aber ansonsten empfiehlt es sich halt auch noch einfach die Flughäfen in Phuket oder Krabi zu verwenden. Von Krabi aus kann man halt direkt mit dem Van rüber, denn da gibt es eine Fähre und dann halt auch eine frisch gebaute Brücke auf den südlichen Teil der Insel, das ist der Teil, wo man hin will. Und ja, also ist ein sehr direkter Transfer, geht sehr schnell, ist allerdings ein kleines bisschen teurer für gewöhnlich als Phuket. Was macht man eigentlich auf Koh Lanta? Also wie schon erwähnt, ist Koh Lanta ja eine sehr ruhige Insel und dementsprechend kann man da vor allen Dingen erstmal super chillen und abschalten. Dazu gibt es gerade an der Westseite eine Menge wirklich schöner Strände. Im Norden ist es allerdings so, dass oft noch so kleinere Felsen an den Stränden sind und dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen und gucken, wo man baden geht. Deswegen sind die nördlichen Strände, finde ich, nicht ganz so schön. Umso weiter man allerdings in den Süden kommt, umso schöner werden die Strände. Der schönste Strand ist meiner Ansicht nach direkt im Nationalpark, also ganz im südlichsten Teil der Insel, an diesem Leuchtturm. Und da muss man leider 400 Baht Eintritt zahlen, also das sind ca. 10 Euro, aber es lohnt sich definitiv, da mal hinzugehen. Dieser Strand ist wirklich Hammer. Man liegt dort unter Palmen, in denen so kleine Eifchen rumlaufen und so, muss man natürlich mit seinem Gepäck ein bisschen vorsichtig sein, aber ist auf jeden Fall hammercool, da zu liegen, hammerparadiesisch. Auch der Strand, schön weißer Sand, keine Felsen im Wasser, man kann auch relativ lange stehen, also super toll, um da mal einen Nachmittag zu verbringen. Wenn man kein Geld bezahlen will und trotzdem schöne Strände haben will, findet man im Süden der Insel allerdings auch außerhalb des Nationalparks genug Strände. Vor allem der Diamond Beach ist sehr schön. Da sind auch meistens nicht ganz so viele Touristen. Und da gibt es oben auch noch eine schöne Bar mit Restaurant, wo man sich hinsetzen kann und einen schönen Ausblick über die See hat. Also definitiv einfach nur, um ein paar ruhige Tage auf Koh Lanta zu verbringen, mal abzuschalten, ist Koh Lanta definitiv die richtige Insel. Natürlich gibt es auf Koh Lanta allerdings auch eine Reihe von Aktivitäten, dazu kommen wir jetzt. Und eine der bekanntesten und auch beliebtesten ist da sicherlich die Four Island Tour. Die ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen so geil, weil man da in die sogenannte Emerald Cave kann. Die Emerald Cave, das ist eine Höhle oder eher gesagt ein kleiner Strand in einem Felsen, den man nur durch eine Höhle erreichen kann. Also diese Höhle, die ist ganz vorne aufs offene Meer in diesem Felsen gerichtet. Man muss da praktisch durchschwimmen, um dann zu diesem Strand zu kommen.
der in dem Felsen liegt und da führt kein anderer Weg hin. Und das ist gerade das Faszinierende daran, man ist mitten in diesem Felsen, kann durch dieses Loch im Felsen hoch in den Himmel gucken und ja, man kommt halt nur durch diese eine Höhle dahin. Ist mega interessant, das zu sehen. Haben wohl auch früher irgendwie Piraten ihre Schätze versteckt und so. Da gibt es so Geschichten, ist doch so eine Tafel, wo das draufsteht. Und deswegen auf jeden Fall sehr schön, auf jeden Fall dahin gehen, wenn man auch nur ein paar Tage auf Koh Lanta ist oder selbst wenn es nur 2, 3 Tage sind, auf jeden Fall die Four Island Tour machen, das lohnt sich. Aber wie schon am Anfang des Videos erwähnt, nicht vor Mitte Oktober hingehen, denn ansonsten kann es sein, dass der Meeresspiegel zu hoch ist und diese Höhle dann gesperrt ist, weil es sonst passieren könnte, dass man, wenn man durch die Höhle zu diesem Strand schwimmt, halt in der Höhle gefangen wird. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, will keiner, muss auch nicht sein. Deswegen auf jeden Fall nach Oktober dahin fahren, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man in diese Höhle kommt. Also nach Oktober war es bei mir immer so, dass ich entweder in die Höhle gegangen bin oder hätte hinfahren können. Ja, ansonsten ist bei der Four Island Tour noch eine Menge Schnorcheln angesagt und man kriegt auch schon einen ersten Eindruck von den südlichen Inseln von Koh Lanta, nämlich zum Beispiel Koh Hai und Koh Kradan. Die sind sehr schön, auch weiße Strände mit Bungalows, die direkt vorne am Strand stehen mit einer super Aussicht und so. Das würde ich auch sehr empfehlen jedem, wenn man da länger auf Koh Lanta ist, auch da mal noch ein paar Tage zu verbringen. Da gibt es schon Bungalows ab 800 Baht, also circa 20 Euro die Nacht. Und das ist dann dementsprechend schon sehr empfehlenswert, da mal hinzugehen. Aber selbst wenn man nur mit der Four Island Tour da ist, auch schon sehr schön. Und gerade in den Hochsaisonmonaten, also wo es ein bisschen wärmer ist, da kann man dann auch beim Schnorcheln sehr viel sehen. Ich habe da zum Beispiel so eine Gruppe Squids, also diese kleinen Tintenfische, mal gesehen. Fand ich super schön. Und auch gerade hier Barracudas und so sind da echt Hammer. Empfiehlt sich natürlich auch neben Schnorcheltouren auch das Tauchen da. Es gibt dort nämlich auch einige Sports, die als Weltklasse-Tauchsports bezeichnet werden. Da kann man unter anderem Walhaie und Rochen sehen. Ist allerdings je nach Sport, also einer der beste Sport, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der ist da wohl auch mehr an erfahrenere Taucher gerichtet, weil da viel Strömung herrscht. Ich war jetzt bisher bei Koh Lanta nur auf Koh-Ha tauchen. Das ist auch für Anfänger sehr gut geeignet, da ist wenig Strömung. Und je nach Tag kann man da auch schon sehr schöne Sachen sehen. Ich habe zum Beispiel eine Schildkröte dort unter Wasser gesehen und einen Haufen Muränen. Dementsprechend sehr interessant. Und einen Tag bevor ich da war, haben sie dort auch Walhaie gesehen. Auf Koh Lanta selbst ist meine absolute Empfehlung, dort auf jeden Fall Scooter zu fahren. Auch wenn ihr noch nicht Scooter gefahren seid, also noch Anfänger seid oder so, ist es sehr gut, dort anzufangen, denn auf Koh Lanta gibt es sehr wenig Verkehr und die Straßen sind relativ breit. Dementsprechend ist es dort auch sehr gut, einfach mal Scooter zu lernen. Ich habe dort selber auch praktisch Scooter gelernt, also ich bin vorher nie Scooter gefahren und dann habe ich es mir da praktisch selber beigebracht. Man muss auf der Insel natürlich ein bisschen auf Schlaglöcher achten. Das kann immer mal sein. Und auch mal an so zwei Stellen gibt es auf der Insel auch so scharfe Kanten im Boden. Da muss man ein bisschen langsamer werden. Aber ich finde, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so die Erfahrung hat, dann fährt man ja eigentlich vernünftigerweise gerade etwas langsamer. Und dann hat man da auch genügend Zeit, sich darauf zu konzentrieren. Also ich bin auch, wo ich schneller gefahren bin, schon mal in ein Schlagloch geraten oder so. Ich bin da jetzt nicht hingefallen oder so. Also klar, seid vorsichtig, aber man braucht da auch nicht zu viel Angst vor haben.
Worauf man auf Koh Lanta beim Scooterfahren noch achten muss, ist sandige Straßen. Es kann manchmal an manchen Stellen etwas sandig sein. Dann natürlich immer darauf achten, wenn man scharf bremst oder auch in eine Kurve geht, wo es sandig wird, dass man da nicht wegrutscht. Das geht auch sehr schnell. Das ist mir auf Bali einmal passiert, wo halt so nasser Sand drauf war. Hatte ich nicht rechtzeitig gesehen. Da bitte, wenn ihr auf Koh Lanta Scooter fahrt, aufpassen. Einfach immer schön vor euch gucken, darauf achten, wie ist die Straße, da sind da Schlaglöcher oder Sand. Dann ist man da sehr sicher dabei. Aber klar, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, als wenn es nicht so sicher wäre, aber lasst euch davon jetzt nicht irritieren. Einfach dadurch allein schon, dass dort so wenig Verkehr ist. Man kann sich super gut aufs Scooterfahren konzentrieren, kann die Maschine super kennenlernen, wie sich das steuert und so. Da habe ich schon einige gesehen, die das nicht konnten und dann einen Unfall gebaut haben. Auch auf Koh Phangan zum Beispiel einen Unfall. Da hat einer nicht gecheckt, dass er anstatt zu bremsen einfach nur mal das Gas loslassen muss. Und waren da zu zweit auf dem Scooter, ist umgefallen. Sowas passiert halt sehr schnell, wenn man an den Scooterfahren noch nicht gewohnt ist. Deswegen finde ich es sehr gut, gerade auf Koh Lanta, wo man halt sich die Zeit nehmen kann, sich auf die Maschine zu konzentrieren, einfach mal Scooter fahren zu lernen. Wenn man das dann kann, ist es echt toll, denn man kann die Insel eigentlich so in, ich würde sagen, circa 2 Stunden gut umrunden. Natürlich sollte man ein bisschen mehr Zeit einplanen, um sich alles anzusehen. Und dann kann man halt auch außerhalb der Touristentouren diese Insel super gut kennenlernen und sich alles angucken. Was ich da sehr empfehle, sind die beiden Höhlen. Da gibt es einmal die Tiger Cave und einmal die, ich glaube, Pai Cave oder so. Ich kann es echt nicht aussprechen. Wird allerdings zu Deutsch auch irgendwie Diamantenhöhle oder so bezeichnet. Und die Diamantenhöhle ist die größere von den beiden Höhlen. Muss man, glaube ich, circa eine halbe Stunde war das durch den Dschungel laufen, um dahin zu kommen. Gibt es allerdings auch Guide zu, dafür komme ich gleich, der zeigt einem das dann alles. Ja, und diese Höhle, wie schon erwähnt, die ist ziemlich groß, also sehr interessant da reinzugehen. In diesem größten Raum, sage ich mal, in dieser Höhle, kommt man sich auch ein bisschen vor wie in so einer Kirche oder so. Das hallt da halt sehr und ist auch ziemlich hoch das Ganze. Also sehr interessant da reinzugehen. Man sollte allerdings keine Angst vor Spinnen oder Fledermäusen haben. Ne? Also Spinnen, ich mag sie nicht so, aber ich habe jetzt auch keine Angst davor und Fledermäuse finde ich eigentlich sogar sehr faszinierend und das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig vom Nahen halt Fledermäuse sehen konnte. Ich habe mich erst gefragt, was riecht denn hier so komisch? Dann habe ich an die Decke geguckt und gesehen, ach, das ist ja überall Fledermäuse. Also sehr interessant da reinzugehen in diese Höhle, auch sehr groß und sehr spannend, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die zweite Höhle, die Tiger Cave, die ist ein bisschen kleiner, ist allerdings trotzdem sehr interessant. Man, so am Anfang ist diese Höhle halt noch nach außen hin so offen, scheint halt relativ viel Licht rein. Ich würde allerdings trotzdem auch da einen Guide nehmen, denn sonst wird man, denke ich, nicht alles von der Höhle sehen. Also ich wäre, glaube ich, nach diesem ersten Teil, von dem ich gerade erzählt habe, schon wieder weggegangen, weil ich dachte, das wäre es gewesen. Allerdings, dadurch, dass ich einen Guide dabei hatte, hat er mir dann auf einmal so ein kleines Loch unten gezeigt, das halt so leicht U-förmig runtergeht und wo auch Wasser drinne war. Und dann dachte ich mir so wirklich, wie, jetzt sollen wir da durchgehen? Und dann sind wir dann da durch, hat dann so praktisch meinen Rucksack noch so von der anderen Seite angenommen, damit er nicht nass wird mit meiner Kameraausrüstung und so. Und dann auf der anderen Seite hat es halt erst richtig angefangen, die eigentliche Höhle. Da musste man halt auch so durchkriechen, um da überhaupt dann weiterzukommen. Das war schon sehr spannend, also auch ein bisschen Abenteuer, was man da erlebt. Die Guides, das ist eigentlich kein Problem. Man muss da nicht unbedingt irgendwie vorher irgendwas buchen oder so, jetzt an einem Touri-Shop oder sowas. Man kann einfach da hinfahren und an den Punkten, wo einem Google Maps halt anzeigt, wo man hin muss, wenn man danach ein Cave Koh Lanta oder so sucht, da sind dann halt direkt einmal so ein Stand bei der Tiger Cave und bei der anderen, bei der Diamantenhöhle, dann halt auch so ein Häuschen. Und da kann man dann halt gleich so einen Guide buchen. Ich glaube, bei der Diamantenhöhle waren das irgendwie 300 Baht oder so. Ich glaube, bei der Tiger Caves war es etwas günstiger. Das empfiehlt sich auf jeden Fall. So, also bei der Tiger Cave, da war das dann so, dass man direkt einen Guide hatte, der ist direkt mit einem losgegangen. Und bei der Diamantenhöhle ist das irgendwie so, dass die einmal stündlich oder so losgeht. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, in welchen Zeiten das war. Aber einfach hinfahren, buchen und dann muss man eigentlich für gewöhnlich nicht so lange warten. Diese beiden Höhlen, die sind etwas südlich auf dieser Straße, die so kreisförmig um die Insel rumgeht. Wenn man dann weiter noch an die Ostseite der Insel fährt, ist es auch sehr interessant, denn da ist zum einen erstmal der Old Town. Da ist eigentlich kaum Tourismus, also man kann sich da zwar auch den einen oder anderen Raum mieten, aber da gibt es nur sehr wenige. Dementsprechend sind die meisten Touristen auf der Westseite. Das ist halt sehr interessant, denn da gibt es, das ist halt so ein kleines Fischerdorf, da gibt es sehr schön zu sehen, wie die halt da so leben, ist sehr schön anzusehen. Man kann dort auch handgefertigte Souvenirs kaufen. Und was dann natürlich auch sehr empfehlenswert ist, ist nun mal aufgrund des Fischerdorfs da halt auch mal schön Seafood und Fisch zu essen. Der kommt frisch aus dem See, ist eigentlich auf der ganzen Insel so, aber da ist halt wirklich schon, dass der direkt aus dem Meer dahin kommt. Und dementsprechend viel frischer geht es einfach gar nicht mehr. Also definitiv Empfehlung, da mal hinzufahren.
Was da auch noch sehr schön ist, sind die Sonnenaufgänge. Das ist halt so ein Pier, der da langläuft. Da kann man gut hingehen und dann morgens den Sonnenaufgang sehen. Das seht ihr jetzt hier auch in meinen Drohnenaufnahmen davon. Einfach wunderschön. Muss man zwar ein bisschen früher aufstehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr schön auf Koh Lanta sind auch abends an der Westküste die Sonnenuntergänge. Gerade wenn man dann noch so die Umrisse von Phi Phi Island und so da hinten sieht. Es ist wunderschön und dementsprechend auch sehr für Fotografen oder Videografen empfehlenswert. Ich habe da einige getroffen, die nur deswegen nach Koh Lanta gefahren sind. Also wenn du gerade in Thailand bist und irgendwie was mit Fotografie oder so zu tun hast, dann schau auf jeden Fall da mal vorbei. Da wirst du viele geile Shots kriegen. Weitere Aktivitäten gibt es natürlich auch noch auf der Insel. Eine sehr interessante ist da das Kayaking. Ich habe es bisher leider noch nicht gemacht, weil an dem Tag, wo wir es machen wollten, hat es geregnet. Dann haben wir uns doch entschieden, es sein zu lassen. Ich finde das allerdings sehr interessant, denn es gibt ja zwei Teile von Koh Lanta. Einmal das Koh Lanta Neu, das ist der Nordteil der Insel. Und Koh Lanta Yai, glaube ich, war das. Ist der Südteil der Insel, auf dem befindet man sich eigentlich. Und auf Koh Lanta Neu, da gibt es halt überall diese Mangrovenwälder. Und bei Kajaktouren fährt man dann halt durch diese Mangrovenwälder durch. Und das finde ich schon, muss sehr interessant sein. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesehen, als ich da mit einem normalen Boot durchgefahren bin. Das sah sehr schön aus. Ich glaube, im Kajak ist das noch ein bisschen was anderes. Wenn man dann so eher der sportlichere Typ ist, also ein bisschen Sport noch auf der Insel machen will, ist bestimmt auch noch ganz interessant, das Thai-Boxen auszuprobieren. Das habe ich mal in so einer Tagesklasse gemacht. Also man kann das entweder einfach nur so schnuppermäßig mal einen Tag lang ausprobieren oder sich natürlich auch komplett da als Member anmelden, sodass man da halt richtig Thai-Boxen lernt. Das ist bestimmt sehr interessant für den einen oder anderen, wenn man sich für Kampfsport interessiert. Ich fand es sehr cool. Und für die allgemeinen Fitnessbegeisterten gibt es auch noch andere Angebote. Da ist zum einen natürlich Yoga direkt am Strand, wunderschön. Und dann auch noch Calisthenics gibt es da im Gym, also so Street-Workouts praktisch, wo man halt viel Eigengewichtsübungen macht. Da haben die dann halt ihre Pull-Up-Bars und sowas. Ich war jetzt nicht drin, habe es nur mal von außen gesehen. Aber sah auch sehr interessant aus, weil ich auch selber Eigengewichtstraining sehr viel mache. Und ein normales Gym haben die auch noch. Also es ist auf Koh Lanta absolut kein Problem, seinen Fitnessplan weiter fortzuführen, wenn man da ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate länger verbringen will. Koh Lanta empfiehlt sich allgemein auch, um da länger zu bleiben. Natürlich zum einen wegen den Möglichkeiten mit dem Gym und so und weil es nun mal dort eigentlich alles gibt, was man braucht. Aber auch, weil es super gut ist, um dort zu arbeiten. Denn dadurch, dass Koh Lanta relativ nah am Festland liegt, hat es eine relativ gute Internetverbindung und auch 4G gibt es sehr viel auf der Insel. Und es gibt dort auch einen super tollen Coworking Space. Der James, der macht das, ist das Co-Hub. Und das finde ich echt super. Ich habe da selber einen Monat lang gearbeitet. Das Internet ist dort, ich würde jetzt nicht sagen perfekt, also es ist nicht 300 Mbits oder so, wie man es in Chiang Mai hat, aber es reicht allemal aus, um dort super zu arbeiten. Gerade für mich als Webdesigner, ich brauche eine etwas schnellere Verbindung und da hatte ich nie Probleme. Also echt super da. Und was ich am Koop auch super geil finde, ist die Community. Also der James, der gibt sich da wirklich viel Mühe, dafür zu sorgen, dass die Leute sich dort untereinander kennenlernen. Da wird zusammen Essen organisiert, man geht zusammen abends noch in eine Bar und so und macht halt auch so Sachen wie Four Island Tour oder so zusammen. Also finde ich echt super, das Coworking Space, sehr interessant für jeden, der unterwegs arbeitet, also digitale Nomaden oder auch andere Leute, die einfach mal ein bisschen mal aus Deutschland oder Europa raus wollen, während sie arbeiten. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich werde das Co-Hub hier mal noch drunter verlinken, könnt ihr euch direkt mal anschauen. Ich finde es auf jeden Fall, ist eine Empfehlungswert und auch absolut coole Leute da, die man da trifft. Also ist man, wenn man dort eine Mitgliedschaft hat, auch nie alleine auf der Insel. Falls man jetzt nicht gerade von seinem Laptop aus arbeiten will, ist das allerdings auch kein Problem. Wenn du zum Beispiel als Backpacker unterwegs bist und einfach mal länger noch da bleiben willst, aber nicht weißt, wie du das finanzieren willst, kannst du da auch prima Volunteering machen. Da gibt es nämlich zum Beispiel das Animal Welfare, also wie der Name eigentlich schon sagt, ist das halt so eine Tierauffangstation. Die helfen halt Tieren, die irgendwo auf der Straße gefunden wurden oder so. Und die suchen halt auch immer Leute, die da eifrig mithelfen und dafür gibt es dann praktisch Unterkunft und Essen umsonst, zumindest so wie ich das gehört habe. Ich habe mich da halt mit ein paar Leuten, die das gemacht haben, unterhalten und die waren da alle sehr zufrieden. Also wenn du tierlieb bist, gerne was mit Tieren machst und gleichzeitig halt deine Reise ein bisschen verlängern möchtest, ist das sicherlich eine gute Möglichkeit, um da, ich will es nicht sagen, Geld zu verdienen, aber ein bisschen Geld zu sparen. Verdienen tut man dann natürlich nichts, aber wenn einfach mal der Aufenthalt auf Koh Lanta umsonst ist, ey, perfekt, kann man nicht meckern. Wie kann es dann nach Koh Lanta weitergehen? Also von Koh Lanta aus ist eigentlich, obwohl die Insel relativ südlich liegt in Thailand, trotzdem sehr gut weiterzukommen. Zum einen sind die Verbindungen nach Phuket und nach Krabi und somit auch nach Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan sehr gut.
Man kann allerdings auch noch weiter südlich nach Malaysia rüber und natürlich auch nach Koh Lipe. Koh Lipe ist noch eine thailändische Insel, die auch sehr schön ist, allerdings leider auch sehr touristisch. Also mir war es persönlich etwas zu viel da mit dem Tourismus, aber ich muss trotzdem sagen, dass Koh Lipe welche der schönsten Strände hat, die ich bisher so gesehen habe, so inselmäßig. Und über Koh Lipe kommt man halt sehr schnell oder eigentlich ganz direkt auch mit einer Fähre nach Langkawi. Das ist eine malaysische Insel und die ist auch super, die ist ziemlich groß. Das ist eigentlich sogar eine Gruppe von Inseln, also insgesamt 99 Inseln an einem Fleck und eine ganz große in der Mitte. Ist auf Langkawi super toll, da auf den höchsten Punkt zu gehen. Dann sieht man all die ganzen kleinen Inseln außenrum und die kleinen flussartigen Dinger, die da so zwischendurch langlaufen und so vom Meer. Das ist mega geil auf diese Insel und das kann ich echt jedem empfehlen, wenn man gerade zum Beispiel schon den Norden Thailands hinter sich hat und die anderen Inseln und dann auf Koh Lanta gerade ist, dann einfach über Koh Lipe weiter nach Langkawi, nach Malaysia zu fahren und da erstmal noch so mindestens eine Woche, vielleicht auch mehr zu verbringen. Von Langkawi kommt man dann auch sehr gut weiter nach Kuala Lumpur, Penang oder auch zu den Cameron Highlands. Also ein sehr guter Ausgangspunkt auch, wenn man Malaysia noch weiter bereisen will. Was ich auch noch ganz interessant finde, was leider wenig Backpacker und so machen, ist weiter nach Hat Yai zu fahren. Das kann man nämlich auch sehr gut über Krabi. Hat Yai ist eine Stadt, die sehr nah an der malaysischen Grenze liegt. Ich war dort insgesamt eine Woche. Ich fand es sehr schön da, denn im Gegensatz zu Bangkok oder Chiang Mai ist sie vom westlichen Tourismus nahezu gänzlich unberührt. Also die einzigen westlichen Leute, die ich da so gesehen habe, waren Englischlehrer. Ansonsten sind die Touristen, die da sind, eher aus China und so. Also die kommen dann, also chinesische Touristen, die kommen dann eher aus Malaysia rüber. Das finde ich sehr interessant, weil man da wirklich sieht, wie dieses typische thailändische Stadtleben mal ist, wenn man halt nicht die ganzen westlichen Touristen dabei hat. Also sehr interessant, auch dementsprechend sehr günstig diese Stadt, super zu bereisen. Was man allerdings immer wieder hört über diese Grenzgebiete zu Malaysia, ist, dass das angeblich sehr gefährlich sein soll, weil es da wohl öfters mal Bombenanschläge gibt und auch irgendwelche Shootings und so. Das betrifft Hat Yai selber allerdings nicht so krass. Man merkt es allerdings schon, weil man in Einkaufszentren und so da mit Metalldetektoren und so kontrolliert wird. Aber ich habe mich da jetzt auch überhaupt nicht unsicher gefühlt. Ich bin auch von Hat Yai aus einmal weiter nach Songkhla gefahren mit ein paar Locals, die ich da kennengelernt habe. Und gerade Songkhla ist laut Auswärtigem Amt wohl sehr unsicher, aber ich habe davon überhaupt nichts gemerkt. Also wir haben da mit einem Haufen Thailändern direkt in Songkhla am Strand gesessen, haben dort Streetfood gegessen, ein bisschen Wein und Bier getrunken. Also alles total friedlich, alle fröhlich und so. Gab für mich da jetzt absolut keinen Grund, da nicht hinzufahren. Und auch wenn man mal jetzt so sich die News immer anguckt, es gibt da vielleicht irgendwie zwei Bombenanschläge im Jahr oder so, die aber auch nicht an Touristen gerichtet sind. Das ist mehr Separatisten, die eigentlich nicht zu Thailand gehören wollen. Und dementsprechend braucht man da keine spezielle Angst haben. Also diese Anschläge, die richten sich da eher gegen Polizeireviere oder so. Dementsprechend, also ich kann es wirklich nur empfehlen, auch diese Route mal noch in Erwägung zu ziehen. Einfach mal, weil man da was völlig anderes sieht und auch mal ganz andere Eindrücke noch kriegt. Und es ist von Koh Lanta aus halt auch sehr schnell und einfach zu erreichen. Ich glaube, ich bin da circa, ich glaube, 6 Stunden oder so unterwegs gewesen mit dem Van. Also absolut kein Trip, der jetzt unnötig lange dauert oder so. Das war's dann auch schon wieder mit meinem kleinen Koh Lanta-Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Und ich kann nur noch mal sagen, dass ich diese Insel wirklich jedem empfehlen kann, um eine kleine Story dort von den Einheimischen zu erzählen, um noch mal zu zeigen, wie toll die da sind, wie freundlich die Einheimischen da auch sind. Ich war da einmal am Strand, hab da mein Schlüssel vom Scooter irgendwo verloren. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht in der Tasche vergessen habe und dann im Ozean oder so verloren habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der weg und ich bin dann halt den Strand da lang gelaufen, hab den abgesucht, wo ist der Schlüssel hin? Und da saßen halt schon vorher ein paar Thailänder, so circa 50 bis 100 Meter weit weg. Und auf einmal merke ich so, dass die auf einmal da alle überall auch am Strand am Rumlaufen waren und auch am Suchen waren. Also die haben gecheckt, dass ich da wohl irgendwie meinen Schlüssel verloren habe und sind dann automatisch an den Strand gekommen, haben da mitgesucht. Dann hat mich einer auch angesprochen, oh, you lost your key? Ich so, yes, oh, ja, yeah, we help you. Dann waren die da auf einmal alle am Rumlaufen und haben dann mit meinen Schlüssel gesucht. Also sowas so nett. Ich glaube, also hier in Deutschland könnte ich mir nicht vorstellen, dass man sowas erleben würde. Also ich persönlich hätte wahrscheinlich noch nicht mal gecheckt, dass da jemand am Schlüssel suchen ist. Mir wäre das gar nicht aufgefallen. Das finde ich so toll an Thailand und auch besonders an Koh Lanta. Das erlebt man einfach nicht in der Form an vielen anderen Plätzen auf der Welt. Und das macht es einfach aus. Und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, wenn ihr in Thailand seid, fahrt nach Koh Lanta oder auch mal an andere Orte, wo nicht so viel Tourismus ist. Es gibt ja viele freie Flächen in Thailand. Guckt mal, wo ihr da irgendwie ein Guesthouse oder so findet und fahrt einfach mal weit vom Tourismus weg. Da werdet ihr nämlich sehen, wie die Thailänder wirklich sind und was dieses Land eigentlich ausmacht. Okay, so viel zu Koh Lanta. Wenn du noch weitere Infos haben willst zu Thailand, zu Südostasien und so, dann jetzt einfach unten auf Abonnieren klicken. Ich blende das hier nochmal ein.
Und du musst jetzt noch nicht aufhören, es kommen nämlich noch ein Haufen weiterer Clips dazu, denn wie gesagt, ich war 4-mal auf Koh-Lanta und habe dementsprechend noch eine Menge Footage, die ich hier reinpacken kann. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos.